Wenn du aktuell auf der Suche bist nach dem passenden Barttrimmer für dich und absolut keine Ahnung hast, welcher Barttrimmer der richtige für dich ist, dann, mein Freund, dann solltest du dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis ganz zum Ende ansehen. Vorab zur Info, ganz wichtig, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich habe alle Barttrimmer, die ich hier in diesem Video getestet habe, von meinem eigenen Geld bestellt und habe diesen Test eigentlich für mich durchgeführt, weil ich auf der Suche bin nach einem passenden neuen Barttrimmer für mich. Alle Barttrimmer, die ich hier im Video geteste, verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox. Also falls jemand da draußen sich nach dem Video einen Barttrimmer bestellen möchte, macht das gerne unter einem der Links da unten in der Infobox. Ich habe insgesamt 7 Barttrimmer von verschiedenen Marken getestet und alle Barttrimmer befinden sich ungefähr so circa in der gleichen Preiskategorie und ich habe die Barttrimmer bewertet nach folgenden Kriterien, und zwar Rasur, Handling, Funktion, Qualität und Preis. Und ich habe das Ganze so bewertet, dass 1 sehr schlecht ist und 10 die volle Punktzahl, also sehr gut ist. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, von Anfang bis Ende das Video anzusehen, denn unabhängig vom Punkteergebnis werde ich noch meine persönliche Meinung zum Schluss mit dazugeben und mein Fazit ziehen, was auf jeden Fall auch nützlich für dich ist. Starten möchte ich mit dem viel umworbenen Barttrimmer von Philips, und zwar den Philips OneBlade. Der Philips OneBlade ist von der Rasur her nicht so stark wie andere Barttrimmer hier in diesem Vergleich, weil er einfach grundsätzlich nicht so viel Power hat. Die OneBlade-Technologie ist nach wie vor super, also da kann man wirklich die Konturen super mit rasieren und auch gerade im Lippenbereich Feinheiten zu trimmen oder zu rasieren, geht mit dem Philips OneBlade wirklich hervorragend. Dafür ist er vom Handling her super, er ist super klein und super handlich, allerdings von den Funktionen her ein wenig begrenzt. Man hat hier nämlich nur 4 verschiedene Trimmaufsätze, heißt, man kann mit dem Philips OneBlade tatsächlich nur ein 3-Tage-Bart trimmen, beziehungsweise einen etwas längeren Bart trimmen, aber man hat hier einfach nur bei dem einfachen Philips OneBlade 4 verschiedene Trimmaufsätze. Von der Qualität her ist er nicht so hochwertig wie andere Barttrimmer hier in diesem Vergleich. Allerdings ist er sehr sportlich und vom Design her sehr modern. Der Philips OneBlade kostet 49,99 €. Allerdings muss man dabei beachten, dass man zusätzlich auch noch nach und nach, wenn die Klingen abgenutzt sind, immer wieder neue Klingen kaufen muss, die wiederum gar nicht so ganz günstig sind. Machen wir weiter mit dem großen Bruder vom Philips OneBlade, und zwar dem Philips OneBlade Pro. Ich habe den Philips OneBlade Pro einfach nochmal hier mit reingenommen, weil er einfach ein paar Features hat, die der Philips OneBlade nicht hat. Und zwar unter anderem die Akkulaufzeit, die ist hier etwas länger, und zwar bei 90 Minuten. Und er hat einfach auch mehr Funktionen, weil wir hier 12 verschiedene Längeneinstellungen haben. Wir haben hier so ein kleines Rädchen, auf dem man 12 verschiedene Längen einstellen kann. Somit hat man hier einfach ja, ein paar mehr Funktionen. Außerdem gibt es zeitgleich auch noch eine Akkuanzeige und eine Ladestation, auf denen man den Philips OneBlade Pro draufstellen kann. Alle anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel das Handling, die Qualität etc. und die Rasur, identisch. Somit komme ich zu folgender Bewertung vom Philips OneBlade Pro. Machen wir weiter mit einem Rasierer der Marke Braun, und zwar dem BT7040. Falls dieser ausverkauft sein sollte, kann man übrigens auch die Alternative auswählen, den BT7220. Starten wir mit der Rasur. Die Rasur war einfach gut, kann man nicht anders sagen. Der Hersteller wirbt hier auch mit lebenslangen scharfen Klingen, das kann ich an dieser Stelle noch nicht so bestätigen, aber die Rasur war wirklich gut und es ist natürlich auch positiv zu bewerten, dass man hier keine Klingen austauschen muss, sondern dass man hier einfach eine Klinge hat, von der man ausgehen kann, dass sie wirklich lange scharf bleibt. Der Barttrimmer liegt auch gut in der Hand und ist sehr handlich. Man hat trotzdem das Gefühl, dass man was qualitativ Hochwertiges in der Hand hat und meiner Meinung nach ist das hier wirklich die perfekte Größe für einen Barttrimmer. Von den Funktionen her haben wir hier insgesamt 20 verschiedene Längeneinstellungen, die wir mit 2 verschiedenen Aufsätzen ansteuern können und es kommt noch ein Detailtrimmer dazu und ein Rasieraufsatz. Das ist für mich an dieser Stelle übrigens auch wichtig, gerade wenn man die Details an der Lippe zum Beispiel oder an den Koteletten vernünftig picobello trimmen möchte, ist dieser Detailtrimmer wirklich essentiell. Und grundsätzlich hat man hier einfach das Gefühl, dass man auch was Wertiges und qualitativ Hochwertiges in der Hand hat, obwohl der Rasierer wirklich sportlich und handlich ist. Der Rasierer kostet 65 € und dazu gibt es auch noch eine Ladestation und so ein kleines Täschchen zum Verreisen. Und der Rasierer hat wirklich einige gute Eckdaten, wie zum Beispiel 100 Minuten Akku. Er ist wasserdicht, man kann ihn super gut reinigen. Von daher ist es wirklich ein guter Allrounder. Machen wir weiter mit einem Barttrimmer von Panasonic, dem ERGB96. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass das der Barttrimmer war, der für mich den qualitativ hochwertigsten Eindruck hier im Barttrimmer-Test gemacht hat. Also von der Qualität her ist es einfach top. Kann man nicht anders sagen. Von der Rasur her ist er ähnlich gut wie der Vorgänger von Braun und vom Handling her ist er einfach ein bisschen anders zu handhaben, was allerdings nicht heißt, dass er schlecht ist, sondern ebenfalls gut. Man hat hier nämlich 3 verschiedene Aufsätze, A, B, C, mit denen man die verschiedenen Längeneinstellungen regeln kann. Insgesamt gibt es 60 verschiedene Längeneinstellungen plus einen Detailtrimmer, der allerdings
meiner Meinung nach ein bisschen überflüssig ist. Gerade zum Detailtrimm eignet der sich irgendwie nicht so gut. Wie gesagt, von der Qualität her ist das Gerät wirklich top und es kostet insgesamt 65 Euro und der Hersteller wirbt mit dem Japanese Steel, also mit der Japanese Steel Technik. Von daher soll der Rasierer eine richtig gute Klinge haben, hat allerdings nur eine Akkulaufzeit von 50 Minuten. Machen wir weiter mit dem Remington TouchTech. Der Remington TouchTech bekommt für seine Rasur, wenn man jetzt hier im Schulnotensystem bewerten würde, eine 3+, also immer noch ein gutes Ergebnis. Vom Handling her ist er einfach ja, ein bisschen klobiger als alle anderen Modelle hier, weil er einfach etwas größer ist. Das ist aus dem Grund etwas nachteilig, wenn man zum Beispiel seine Koteletten rasieren möchte, da kommt man einfach nicht so gut in die Ecken rein. Trotzdem bekommt der Remington TouchTech vom Handling her eine gute Punktzahl, weil er so einen motorisierten Aufsteckkamm hat. Und der Barttrimmer merkt sich einfach die letzten Längeneinstellungen von der letzten Rasur bzw. vom letzten Trim, was an dieser Stelle positiv hervorzuheben ist. Von den Funktionen her haben wir hier einfach eine eindeutige Funktion und zwar ist das das Barttrim. Und das Barttrim gelingt auch relativ gut, weil man hier per Touch einfach die Längen auf 0,5 mm genau einstellen kann. Wenn man das Gerät in der Hand hat, weiß man auch, dass man ein Qualitätsgerät in der Hand hat, was sicherlich auch eine lange Lebensdauer hat. Und den Remington TouchTech bekommt man für 50 Euro. Machen wir weiter mit dem Barttrimmer T890E der Marke Babyliss. Der Barttrimmer hat erstmal gute Eckdaten, hat zum Beispiel 120 Minuten Akkulaufzeit und kostet 63,99 €, was für ein Markenprodukt auch vollkommen fein ist. Der Hersteller wirbt hier mit der Japanese Blade Technik und man kann an dieser Stelle sagen, dass der Barttrimmer von der Rasur bzw. vom Trim her ähnlich gut wie zum Beispiel der Braun oder der Panasonic ist. Vom Handling her ist er sogar noch besser als die anderen, weil er einfach sehr handlich ist, hat so eine gebogene Form und hat auch wirklich die perfekte Größe und die perfekte Form. Man kann an dieser Stelle sagen, dass es eigentlich der große Bruder vom Philips OneBlade Pro sein könnte. Von der Qualität her ist er allerdings nicht so wertig wie der Braun und der Panasonic, dennoch vollkommen okay. Aber dafür ist der Barttrimmer eine Funktionswunderwaffe und zwar ein Multifunktionsgerät und hat viele Funktionen. Man hat hier knapp 20 Längeneinstellungen, die man wählen kann und man hat verschiedene Rasier- und Trimköpfe, die man ganz einfach im Handumdrehen per Drehen wechseln kann, was wirklich auch sehr positiv hervorzuheben ist. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir hier auch absolut in einem vollkommen feinen Bereich mit den 63,99 €. Alternativ zu den Markenprodukten habe ich jetzt hier auch nochmal ein Produkt mit reingenommen, das man vielleicht nicht direkt kennt, und zwar den Barttrimmer von Hattica, den RFC 692, um einfach mal zu schauen, wie er sich im Vergleich schlägt zu den Markenprodukten, die man kennt. Ich muss sagen, der hat jetzt nicht so ganz gut abgeschnitten wie die Markenprodukte, hat dennoch ein passables Ergebnis geliefert. Von der Rasur und vom Handling her war er jetzt nicht ganz so optimal und von den Funktionen her auch nicht. Es wurde bei diesem Rasierer einfach versucht, alles in einem Barthaarrasierer zu integrieren und das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Der Rasierer kostet 45 Euro und man hat auch das Gefühl, dass es von der Qualität her ja, ein guter Rasierer ist, den man hier in der Hand hält. Allerdings, wie gesagt, im Vergleich zu den Markenprodukten konnte er sich einfach hier nicht durchsetzen. Kommen wir jetzt zur Punkteübersicht bzw. zum Ergebnis nach Punkten. Der Philips OneBlade bekommt insgesamt 35 von 50 Punkten. Der Philips OneBlade Pro bekommt einen Punkt mehr als sein kleiner Bruder und zwar 36 von 50 möglichen Punkten. Der Braun BT 7040 bekommt 40 von 50 möglichen Punkten und dieses gleiche Ergebnis hat auch der Panasonic ERG B96 bekommen. Der Remington TouchTech hat 3 Punkte weniger als seine Vorgänger und zwar 37 von 50 möglichen Punkten. Und der Babyliss T890 hat tatsächlich vom Punkteergebnis her am besten abgeschnitten mit 41 von 50 möglichen Punkten. Und der nicht so bekannte Barttrimmer von Hattica hat leider nur 33 von 50 möglichen Punkten bekommen. Kommen wir jetzt noch zu meinem ganz persönlichen Fazit, was für euch da draußen sicherlich auch sehr interessant und nützlich sein könnte bei der Entscheidung und bei der Auswahl eures Barttrimmers. Starten wir mit dem Philips OneBlade und dem Philips OneBlade Pro. Die beiden Barttrimmer sind meiner Meinung nach perfekt geeignet für Anfänger, bei denen sich gerade erstmal so ein Bart entwickelt. Also wenn du zum Beispiel Teenager bist, Jugendlicher bist, wo einfach noch nicht so viele Barthaare da sind, da eignet sich der Philips OneBlade oder der Philips OneBlade Pro wirklich ideal und ist ein perfektes Einsteigermodell. Oder auch für Leute, die zum Beispiel nur, sage ich jetzt mal, ein 3-Tage-Bart trimmen möchten und viel unterwegs sind, viel auf Reisen sind, perfekter Barttrimmer für diese Leute. Zum Beispiel ein Unternehmensberater, der viel unterwegs ist und immer ein 3-Tage-Bart trägt, Bombe. Der Braun BT 7040 ist eigentlich der perfekte Allrounder,
der alles kann, der auch aus allen Kategorien die beste Punktzahl bekommen hat. Also der hat wirklich in jeder Kategorie eine gute Punktzahl bekommen. Und wenn man einen Bartrimmer haben möchte, der alles abdecken soll, ist das der richtige Bartrimmer. Der Panasonic ERGB96 ist der perfekte Bartrimmer für Vollbärtige, die hohen Wert auf Wertigkeit und Qualität legen. Denn der Bartrimmer ist wirklich qualitativ sehr hochwertig, hat viele verschiedene Längeneinstellungen, was für einen Vollbartträger auch sehr gut ist. Und für Vollbartträger, die vor allem ihre Konturen oder ihre Details mit einem Rasierhobel, mit einem Nassrasierer oder mit einem Rasiermesser trimmen bzw. rasieren. Denn die Details kann man mit diesem Rasierer nicht ganz so ideal rasieren. Der Remington TouchTech ist der klobige für Vergessliche, denn der Remington TouchTech behält ja die Längeneinstellungen vom letzten Trim, was an dieser Stelle ganz gut ist, wenn du zum Beispiel ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hast. Der Babyliss ist der handliche mit vielen verschiedenen Funktionen. Also wenn du jemand bist, der einen Rasierer haben möchte bzw. einen Barttrimmer haben möchte, der viele Funktionen hat, mit dem man zum Beispiel gleichzeitig auch seine Nasenhaare trimmen kann und der einfach verschiedene Rasierköpfe und verschiedene Aufsätze haben möchte, dann ist das der richtige Barttrimmer für dich. Und der Hattiger Barttrimmer ist wie gesagt der Barttrimmer, der irgendwie alles können soll, also gut geeignet für Familienväter, die sich zum Beispiel ihren Bart damit trimmen möchten, die Haare der Kinder damit schneiden möchten und vielleicht auch noch das Fell der Hunde damit scheren möchten. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen bei der Auswahl des richtigen Barttrimmers. Und wenn du da draußen jetzt noch jemanden kennst, der einfach mal sein Bart wieder ein bisschen trimmen sollte, dann teile das Video liebend gerne mit dieser Person. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos so vielen Männern wie möglich da draußen helfen kann. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Bärtetrimmen.